Herzlich willkommen auf unserem Kanal. Heute möchte ich euch das wirklich allerletzte Paracord-Armband-Video zeigen. Denn wie man so ein Paracord-Armband macht. Denn dabei handelt es sich um ein ganz besonderes Armband. Man kann, wie ihr seht, das hier aufmachen, nimmt man sich die Unterlegscheibe hier weg und schon hat man hier einen Feuerstahl. Ja, den kann man auch der auch funktioniert. So, jetzt möchte ich euch zeigen, wie man so ein Paracord-Armband macht. Dazu, nehme ich das mal zur Seite, brauchen wir, ich habe jetzt hier 1,40 Meter Paracord, das ist sogar ein bisschen viel, also am Paracord geht nicht viel auf das Armband, aber ist ja auch nicht die Hauptsache, sondern dass man einen Feuerstahl dabei hat. Den braucht man natürlich auch, ja, einen Feuerstahl, schon mit Löchern drin, habe ich so bestellt. Könnte man vielleicht auch selber machen, aber ja, ich weiß nicht, wie einfach das ist. Und deswegen habe ich mir gedacht, bestellst du die? Oh. So, die sind auf jeden Fall gut. Dann zum Schaben eine Unterlegscheibe aus Edelstahl. Ich habe eine Menge ausprobiert. Das wenigste funktioniert wirklich. Also man braucht ja eine scharfe Kante, aber auch ein hartes Material. Am besten geht es immer noch mit so einem Schaber von so einem fälligen Feuerstahl. Aber die tun auch ganz gut. Und die kann man halt auch ganz schön eigentlich befestigen. Und dann eine Schnalle. Ja, das ist jetzt das erste Paracord-Armband mit einer Schnalle. So, dann guckt man hier beim Paracord-Armband, dass man die Mitte hat. Ne? Hier am Ende, hier ist die Mitte. Die führt man dann von unten an einem Ende von dem Paracord, von der Schnalle durch und zieht dann das restliche Paracord durch die Schlaufe. So. Dann zieht man fest. So, sieht halt so aus. Dann kann man anfangen. Legen wir halt mal so hin. Das ist nämlich auch das Gute daran. Man hat keine Mittelstränge, um die man drumherum webt. So dass das hier dann nämlich nachher der Feuerstahl frei ist. Und wie hier auch von beiden Seiten zu verwenden ist. Sonst müssen wir ja andauernd das Paracord-Armband wieder aufmachen, das wäre auch lästig. Und dann kann man jetzt nämlich einfach erstmal anfangen. Nimmt man sich eine Seite hinter dem anderen Strang her, drüber und durch. Das Ganze dann stramm ziehen. Und schon ist der erste Knoten fertig. So, dann nimmt man die andere Seite hinter dem her, durch die Schlaufe dann und stramm ziehen. Das Strammziehen ist dabei immer ein bisschen schwieriger, weil ja, damit man es schön gerade kriegt. Und ordentlich wird, muss man da ein bisschen Zeit investieren. So, wieder die andere Seite drunter her, drüber her, durch die Schlaufe. Und so geht es erstmal weiter. Bis man dann, kann man ja abmessen, bis man dann merkt, dass man in der Mitte ist. So, und da sind wir schon bei der Hälfte.
Ja, man täuscht sich immer, das ist gar nicht so viel. So weit bin ich jetzt. Wenn man guckt, hier soll das der Verschluss ungefähr sitzen. Umdrehen. Ja, dann ist ein bisschen weiter. So. Ist das jetzt eigentlich ziemlich in der Mitte? Dann kann man jetzt anfangen. Oder kann man jetzt den Feuerstahl drauf ziehen. Einfach. Die Löcher sind auch genau passend für so ein Paracord-Band. Passt genau dadurch. Dann bis dahin ziehen, wo man gerade ist. So. Und dann macht man jetzt einfach gewohnt weiter. Wo war ich? Auf der Seite. So. Halt das immer ein bisschen fest den Feuerstahl, damit er nicht verrutscht, obwohl das kann man auch noch hier nachziehen. Ja, da macht man jetzt so weiter, bis man die gewünschte Länge für seinen Arm hat. So, fertig von der Länge her. Dann kann man ja mal gucken. So sollte das passen. Dann führen wir jetzt hier die Enden von unten durch die Schnalle. Na, so. Ziehen das ran. Gehen dann nochmal hier durch die Lücke nach unten hindurch. Stramm ziehen. Schon mal so aus und machen dann den Salomon Stitch oder Cobra Wave, um das festzumachen. Dazu wieder nehmen wir das Ende über das Armband, hier die Schlaufe lassen. Das hier jetzt hier drüber, unter dem Armband her und durch die Schlaufe und festziehen. Unsere Schere, schneiden das Ende hier ab. Feuer. So, verlöten das hier so. Das gleiche natürlich auch mit der anderen Ende. Das Hauptarmband. Soweit schon mal fertig. Jetzt fehlt natürlich hier noch der Schaber, damit man den nicht immer so mit rumtragen muss. Befestige ich mir den hier dran. Dazu habe ich noch mal ein kurzes Stück. Ich weiß nicht, was sind das. 15 cm. Kann man mehr oder weniger nehmen, wie man es will. Damit mache ich jetzt die Unterlegscheibe an dem Armband fest, so dass man es aber auch wieder abnehmen kann. Der Unterschied zu dem Armband ist, hier habe ich das Band, wie man sehen kann, mit eingeflochten, also ist fest, geht nicht verloren. Dafür hat man es auch immer da dran. Hier mache ich das jetzt lose, dann kann man das auch mal abnehmen. Also von unter dem Armband her, so dass sie dann nach oben gucken. Dann schieben wir die Unterlegscheibe da drauf. Machen wir das so. Gehen dann hier an der Seite rechts und links wieder unter dem Armband her.
Unten wechseln wir einmal die Seite. Und jetzt muss er wieder ein bisschen lockern hier. Und schieben dann die Enden unter der Unterlegscheibe hier drunter her. Na, ist ein bisschen friemelig, aber hält nachher eigentlich ganz gut. Einmal ein bisschen festziehen, damit das auch gescheit sitzt. So. Und schon ist es fertig. Zu, egal. Dann sieht man hier, hoppa, schön über Kreuz. Und dann so. Und so kann man es jetzt wunderbar tragen. Und dann für Notfall immer einen Feuerstahl dabei.